Ja, also lieben Dank für die Einleitung. Ich werde mich tummeln, also 20 Minuten für dieses Thema sind relativ kurz. Das Themafeld, das man mir vorgegeben hat, ist also Learning Analytics und ich habe dann dazu ergänzt, damit man auch das vielleicht etwas mehr greifbar machen kann. Ich werde es an einem Beispiel demonstrieren, was wir so unter Learning Analytics verstehen. Beginnen tue ich mit dem Bild, das Sie bereits gesehen haben vom Horizon Report. Ich möchte auf etwas anderes hinweisen. Schauen Sie mal, wie oft in den gelben Feldern das Wort mobiles Lernen vorkommt, also 2009, 2010, 2011, 2012. Ein Trend, der quasi jedes Jahr zum Trend ist. Und jetzt beginnt halt Learning Analytics. Ja, Sie sehen da ganz, hat man einen neuen Begriff also in die Runde geschmissen. Und ja, vielleicht geht es jetzt so weiter, vielleicht verschwindet er auch wieder, wie auch immer, aber er gehört halt in den Horizon Report hinein und es schwappt also von den Staaten zu uns herüber. Ich bin zwiegespalten, was den Begriff Learning Analytics betrifft, weil ich immer sehr gerne sage, also wir machen schon seit vielen Jahren Educational Data Mining. Was versteht man unter Educational Data Mining? Da gibt es sowas wie Statistiken, Maschinenlernen, künstliche Intelligenz, Data Mining, viele Algorithmen, die dahinter laufen, wo man versucht, also einfach zu lernen, zu erraten vielleicht, was der Lerner sein Wissensstand ist, das nächste ihm so aufzubereiten und sonstiges. Das ist streng genommen alles Educational Data Mining und ist ein Begriff, der in der Fachwelt, ja, ich sage jetzt mal, ich glaube nicht übertrieben 20 Jahre an und für sich schon aktuell ist. Und dieser Begriff Data Mining, der hat, wenn Sie also diese Schriftenreihe hier unten lesen von Herrn Romero, 11 Felder. Das ist groß. Also Sie sehen da so Dinge drinnen wie Datenvisualisierungen, Feedback, Rückgabe, Empfehlungssysteme, Voraussagen für Studenten. Sie können Studenten modellieren und aus Profilen das Ganze hochrechnen, Gruppenarbeiten, Social Network Analysis und so weiter. Ja, also das ist die Tatsache. So haben wir also über Jahre lang gearbeitet und dann gibt es eine Definition. George, also ich kenne ihn ja selber gut, der sagt, wir nennen das jetzt Learning Analytics. Ja, und sich will sich abheben von dem EDM, von dem Educational Data Mining und beschreibt es also so, es geht also um intelligente Daten, es geht um Learner, also Lerner produzieren Daten und wir machen halt Modelle dazu und analysieren das. So, jetzt können Sie sich eine Meinung bilden, wie weit es von Educational Data Mining weg ist, was der Unterschied ist. Das können endlose Diskussionen werden. Ich bin in so einer endlosen Diskussion und wir sagen zumindest jetzt Learning Analytics und bekommen die Aufmerksamkeit also der Masse wieder, ja, also zu dem Thema und können also Educational Data Mining irgendwie versteckt auch wieder einführen. Ich kann das weiter treiben, also Eric Duval sagt, es geht eigentlich um Spuren zu versuchen und zu verfolgen, Spuren der Lerner. Ja, also sie gehen auf die Spurensuche im Internet und schauen einmal, was die alles so machen und versuchen daraus also etwas zu generieren. Um es auf den Punkt zu bringen, für mich geht es um Daten. Es geht um Daten. Ja. Es geht wirklich darum, wir schauen auf die Daten, die Lerner produzieren, hin und fangen zu denken, zu analysieren und schauen und denken darüber nach, was können wir mit diesen Daten jetzt anstellen. Also it's wirklich all about data. Das ist also das Wichtigste. Das gilt für das Education Data Mining, das gilt für Learning Analytics. Wir schauen auf Daten hin. Wenn wir auf Daten hinschauen, ist es heute schwer abschätzbar. Also Sie wissen, was Google produziert. Google verdient ja auch das Geld über Daten sammeln und nicht dadurch, dass sie so eine tolle Suchmaschine sind. Das heißt, wir gewinnen daraus neue Sichtweisen. Wir wissen Dinge, die wir vorher nicht gewusst haben. Und das wird natürlich auch für das Feld des Lernen und Lehrens interessant. Also wir können heute Daten sammeln und darüber nachdenken, interpretieren und dann versuchen wir daraus also neue Sichtweisen zu bekommen. Jetzt steht da natürlich noch das große Aber, weil das gehört in diesen Kontext natürlich hin. Also diese Aussage anonym war gestern. Wenn ich also Daten von Personen sammle, Daten also analysiere und so weiter, steckt damit zwangsläufig drinnen, wir machen etwas mit diesen Daten, wir wissen, wer diese Daten generiert und so weiter. Es gibt natürlich auch eine große Diskussion über Datensicherheit und Sie sehen also auch hier die Aussagen der Informatiker, es gibt aus unserer Sicht keine technische Lösung, wie wir das verhindern können. Ja? Also wenn Daten produziert werden, es gibt zwar Gesetze, die man ändern muss und sonstiges, aber grundsätzlich es werden Daten generiert. Und es gibt ein Informatiker-Sprichwort, das ich sehr gerne bringe, alles was mit Daten passieren kann, wird irgendwann passieren. Ja? Das gebe ich Ihnen auch mit auf den Weg. Ja? Das ist einfach so. Also wir müssen auch damit leben, dass also nicht alles, was mit Daten gemacht wird, was Gutes ist.
Wieder zurück. Also wir haben Daten, wir haben eine Unmenge, wir haben Daten so viel wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir haben, jetzt geht es darum, aus diesen Daten diese zu interpretieren und daraus neue Dinge zu gewinnen und nachzudenken, was könnte das sein, wo kann es uns also wirklich helfen. Und damit das greifbarer wird, bringe ich also das einfache Beispiel, also das ist ein abgeschlossenes Projekt, also in diesen Tagen. Wir haben ein scheinbar simples Problem gehabt. Und das simple Problem ist das kleine MR1 für Volksschulkinder. Ja, also wir haben das kleine MR1, ich glaube jeder von Ihnen hat da durch müssen durch diese Mühle. Meine Kinder sind gerade mittendrin, das muss jeder irgendwann einmal erlernen. Und die Frage ist, können wir also das gezielter machen, als es vielleicht der Lehrer macht? Können wir ein Übungs- und Trainingsprogramm also den Kindern in die Hand geben, das also wirklich mit ihnen arbeitet und so weiter, und wie schaut so etwas aus? Damit ich also jetzt nicht so viel reden muss, also sehen Sie noch den Film jetzt des Projektantrages des 1x1-Trainers. So, ich schalte das einmal um, auch gerne das an die Schulen herantragen und so weiter. Und ich erkläre Ihnen jetzt, was das Intelligente dahinter ist an diesen 1x1-Trainer und warum er sich unterscheidet. 1x1-Trainer, wie wir es bitte bisher können. Sie können also jetzt sich auch dort einloggen, das ist weltweit freigeschaltet, das kann jeder teilnehmen. Unter mathe.theograz.at stellen wir also den 1x1-Trainer und den Multiplikationstrainer zur Verfügung. Also beides beschreibt es. Wenn Sie auf die Weboberfläche gehen, dann wird Ihnen im Wesentlichen eine Rechnung präsentiert. Die heißt zum Beispiel 2x6, das Kind darf dann da 12 hineinschreiben und als Belohnung hüpft der Hase Richtung die Karotte einfach hin. Das ist also das Response-System, das also für die Kinder motivierend wirkt. Auf der anderen Seite, also Sie sehen auf der linken und rechten Seite, ist also die iPhone- und die iPad-App, die also dann mit Fan erscheint, gibt es auf der linken Seite eine Lernfortschrittsanzeige. Das heißt, das Kind sieht mit Sternchen hier einfach, also welche Rechnungen es gemacht hat. Wenn Sie genau hinschauen, ist also das genau das 9x10, also das ist diese Tafel aller Rechnungen. Und ein gelber Stern heißt, er hat das gut gekonnt. Und unter gut gekonnt verstehen wir, dass er es mindestens zweimal hintereinander richtig gemacht hat, diese Rechnung. Orange heißt, er hat es einmal richtig gemacht und kein Ausführender hat diese Rechnung noch nicht bekommen und, oder hat sie auch noch nicht ausgefüllt. Das ist die kurze Interpretation. Der Algorithmus, der dahinter steckt, ist bewusst intelligent gehalten. Das heißt, wir wollen die Kinder nicht nach einem gewissen Rhythmus abfragen, sondern sie bekommen eine Einstufung, drei kleine Beispiele. Danach versuchen wir, einen sogenannten Lernbereich zu definieren. Der ist zum Beispiel hier. Und dann wird der Pool der Fragen, die als nächstes kommen, sind maximal 15% drüber und 15% drunter. Das heißt, dass man versucht, sich auf dem Lernlevel des Kindes einzupendeln und so gezielt mit dem Kind quasi mitzuwandern. Also das ist der Algorithmus dahinter, dass das also langsam mitwächst. Ja, was hat die erste Analyse ergeben? Also das ist die Analyse, die wir im Beobachtungszeitraum nach 1,5 Monaten gemacht haben. Bei 1,5 Monaten hatten wir 230 Kinder, die da mitgemacht haben. Es waren über 750 Sessions, 28.000 generierte Beispiele und Sie sehen also, über 6 Minuten hat also jede Session im Schnitt gedauert von einem Kind, wenn Sie sich also hingesetzt haben. Hier sehen Sie also die Häufigkeitsanalyse, dass also hier in dem Bereich also sind die typischen Sessions gelegen, also von Kindern eher drunter, die rechnen einmal 2, 3 und locken sich auch dann wieder aus. Ja, dann kann man das also genauer anschauen und zwar einmal die Analyse über alle Kinder drüber. Und wenn man sich anschaut, wie viele Beispiele wurden einmal oder zweimal richtig gemacht? Da sehen Sie also in der Häufigkeitsverteilung, von allen 90 möglichen Rechnungen liegen die Kinder dann irgendwann da hinten drinnen. Also sie haben mindestens einmal oder bestenfalls zweimal das Beispiel richtig gemacht. Verschaue ich mir nur an, was sie zweimal richtig gemacht haben, zum Beispiel was sie gekonnt haben, sehen Sie, ist die Verteilung schon wieder ganz anders. Da liegen wir also nur in diesen Bereichen. Ja, das heißt, also, das ist sehr vieles, ist einmal richtig gemacht worden, sie haben, ob es jetzt wirklich verfestigt ist und so weiter, ist also hier schwer. Ja, was kann man weitermachen? Ja, also, sie sind ja schon sehr schön in diesen ganzen Learning Analytics drinnen. Wir können uns anschauen, wie wächst denn dieser Algorithmus, wie wächst er mit den Kindern mit. Wir sehen zum Beispiel, dass es ungefähr 100 Beispiele braucht. Bei 100 Beispielen haben sie nur 20 doppelt gemacht. Das ist die Verifizierung des Algorithmus. Das heißt, dass nicht das Kind kriegt zuerst alles doppelt und danach geht es weiter. Dann macht es also einen schönen Anstieg und etwa bei einer Größenordnung von 240, 250 Beispielen haben also alle Kinder mehr oder weniger das gesamte 1x1 durchgeübt und auch als gekonnt abgeschlossen laut dem Programm. Und danach ist natürlich keine Steigerung. Also diese Tabelle natürlich auch anschauen, wenn man das einmal richtig und das zweimal richtig hernimmt und dann schaut es also so, es ist der typische Verlauf. Und was jetzt für uns natürlich spannend ist, jetzt als Lehrende, es sind diese Kinder. Ja? Sie sehen, da scheren Kinder aus,
Ja, die sind ganz deutlich woanders. Ja, die machen genauso viele Beispiele und genau um das geht es jetzt. Ja, also wir sehen jetzt plötzlich aus der Masse heraus Kinder, die scheren aus. Da passiert einfach was. Der verliert sogar, der steigt, der fällt nach unten zurück. Aber der rechnet weiter, der hat auch 160 Beispiele gerechnet, nur da passiert nichts mehr. Und da tut niemand was mit ihm. Ja, also warum übt da jetzt niemand, da fehlt die Intervention des Lehrenden. Ja? Das ist das, was wir jetzt also aus diesem Bild sehen können. Sie können natürlich hergehen und sagen, jetzt schaue ich mir wirklich jedes Kind alleine an. Ich habe aber so Beispiele heraus, wo man sagt, wir schauen uns den Lernfortschritt an. Da gibt es also ein Kind, das ganz brav steigt offensichtlich, auf eine Lernrate von 60% hinkommt und dann fällt es ab. Ja? Und das passiert plötzlich bei 197 Beispielen. Das heißt, also plötzlich erreicht es sich in ein Level, wo sie offensichtlich das nicht mehr kann, wo sie Unterstützung braucht. Und jetzt ist die Lehrperson eigentlich gefordert zu sagen, also da müssen wir intervenieren und mit dem Kind weiterarbeiten. Auch die Lernrateentwicklung, die durchaus typisch ist, also das Kind steigt an, hält dann witzigerweise einen Level, da passiert offensichtlich etwas, also da wird gelernt, also gibt es also viel Try and Error, falsche Rechnungen und plötzlich kommt wieder dieser Anstieg. Und diese Kurve ist durchaus typisch. Also das ist nicht so, dass das ein Einzelfall ist, sondern das beobachten wir sehr oft, dass es lange ein Plateau gibt, wo wenig passiert, also wo einfach viel geübt wird, aber viele Fehler gemacht wird und dann plötzlich ist es verfestigt und es geht also wieder weiter. Ja, wie schaut das jetzt intern aus? Weil Sie können natürlich hergehen und mit Volksschullehrern, denen kann ich solche Kurven nicht geben. Ja, das ist, ich selbst sitze bei solchen Kurven 2 Stunden pro Kind und schaue mir das an und interpretiere. Das ist natürlich jetzt für die Praxis nicht machbar. Wie schaut es aus? Sie können also bei uns eine Klasse anlegen. Sie sehen da zum Beispiel die verschiedenen Klassen, die da sind. Und dann können Sie daraus hergehen und sich jedes Kind so anschauen. Jetzt bin ich der Volksschullehrer, der sieht also diese typische 10x9 Tafel, also von allen Rechnungen, und sieht, dass also auf einen Blick grün ist sehr gut gekonnt, hellgrün ist gekonnt, grau hat er noch nicht gemacht und bei rot ist ein Problem. Ja, also da macht das Kind Fehler, dieses eine spezifische Kind. Also das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, also der kleine Max hinten in der dritten Reihe, mit dem übe ich jetzt 6x6, weil das scheint sein Problem zu sein. Und das ist eine Aussage, die wir bisher nicht treffen konnten. Es ist einfach jetzt vom Menschen her schwer möglich, 30 Kinder so detailliert wirklich im Griff zu haben, zu sagen, wo ist denn das individuelle Problem? Ist es 7x6? Ist es 6x6? Ist es 8x5? Und dieses Programm, wie gesagt, das ist natürlich aufgrund der Masse dieser Daten, sind plötzlich Aussagen eben möglich, die wir vorher nicht so dies tun konnten. Sie können sich anschauen, wie Ihre ganze Schulklasse ausschaut. Also Sie könnten jetzt böse sein und sagen, diese Schulklasse, da prüfe ich 3x9, 6x7 und 9x4. Weil das können die offensichtlich nicht. Also, und damit können Sie also spielen und wissen den Wissensstand der Schulklasse. Sie wissen, es geht immer weiter. Also das heißt, Sie können jetzt Vergleiche fahren. Sie wissen, also die Klasse macht so und warum macht die andere so? Ich könnte nachdenken, nur habe ich vielleicht die Reihe schlecht geübt und so weiter. Also ganz spannende Fragen, die sich also plötzlich wissen. Damit Sie sehen, also das Ganze machen wir nicht nur bei 1x1. Also es gibt von uns auch mittlerweile den sogenannten Multiplikationstrainer. Der Multiplikationstrainer ist die mehrstellige Multiplikation, die erreichen Sie auch über mathe.jürgen.at. Und da schaut es halt so aus, da kriegt also das Kind eine mehrstellige Multiplikation und muss diese mehrstellige Multiplikation durchführen. Auch hier steigert sich der Algorithmus mit. Es gibt zuerst Beispiele, die quasi nur mit einem einstelligen Multiplikanten sind und dann ohne Übertrag sind, bis hin also zum 3x3 oder 3x4 mit Übertrag. Das ist so quasi also das Schwierigste. Und das Kind darf also alles einfüllen und wir versuchen herauszufinden, welche Fehler das Kind macht. Nur das Problem wird jetzt viel größer. Also ich habe mit vielen Volksschullehrern gesprochen, die haben gesagt, Martin, es ist ganz einfach, die können das 1x1 nicht. Ich glaube es nicht. Ja? Also ich sage jetzt einmal, ich stehe mir auf dem Standpunkt, ich kann mir vorstellen, dass oft das 1x1 das Problem ist, aber ist es das wirklich? Ist es kein Additionsfehler? Kann man das mit dem Übertrag vielleicht nicht? Und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele andere. Sie sehen ein Beispiel jetzt größer, wenn es also falsch ist. Falsch heißt, also da sind Fehler passiert. Ja, die stimmen nicht, dadurch stimmen gibt es Folgefehler, die natürlich nicht mehr zu behandeln sind. Das heißt, das Kind addiert vielleicht ganz richtig, hat aber einen Folgefehler. Ja, das muss ich natürlich programmtechnisch berücksichtigen, das heißt, er hat nicht addieren, hat er gekonnt, aber er hat mit falschen Zahlen. Übertrag, und das ist auch spannend, das ist etwas, das wir nie gefunden haben bisher, auch in der ganzen künstlichen Intelligenz. Sie müssen den nicht ausfüllen, wir rechnen das nicht als Fehler. Wenn das Kind also ohne Übertrag rechnen kann, dann soll es das auch können. Es ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Zugänge, verschiedene Lehrmethoden, wie das Ganze gemacht wird. Ich in meiner Kindheit habe in die andere Richtung gerechnet. Ja, also das ändert sich ja fast von Bundesland zu Bundesland.
Ja, und Sie sehen, ich habe jetzt komplizierter mit der Auswertung. Das ist jetzt die Statistik über ein Kind, über eine Rechnung. Ja, das heißt, wir können sagen, da wissen wir es nicht, weil das ist ein Mischfehler. Ja, das heißt, da könnte es ein 1x1 plus Addition, Übertrag. Ja, die Fälle gibt es, aber hier können wir sagen, da hat er einen Übertrag-Additierfehler, hat ein korrektes 1x1, aber hat nicht addiert richtig zum Beispiel. Ja. Da, und daraus können Sie wieder ablesen, was hat das Kind im konkreten Detail also für ein Problem und wie kann ich also darauf reagieren. Das ist also die Idee des Multiplikationstrainings. Ja, damit Sie sich beschäftigen, also nicht nur mit in dieser Richtung mit Learning Analytics, also das ist zum Beispiel die Personal Learning Environment der TU Graz, da gibt es also lauter kleine Widgets, ich sage heute nicht mehr Widgets dazu, sondern Apps, also Sie haben eine Web-Oberfläche mit lauter kleinen Apps. Und was wir dort machen können, ist, wir können die Apps natürlich tracken. Also das ist natürlich das Primitivste überhaupt. Das heißt, wenn Sie es eigentlich schaffen, eine Portionierung Ihres Unterrichts in viele kleine Apps zu machen, dann können Sie nämlich sehr granular darüber nachdenken, was passiert denn da. Was wir hier zum Beispiel nur ganz primitiv darstellen, ist einmal, welche Nutzung haben wir. Also welche Apps werden wie genutzt von Studierenden. Oder wir sehen zum Beispiel, was macht denn der? Wir können sagen, er hat in diesem Widget gelesen, er hat irgendwas getan mit dem Widget, er hat mit dem Widget gesucht und alle diese Dinge können Sie feststellen. Das sind jetzt diese Traces von Eric Duval. Das heißt, wenn Sie es schaffen, also alles über Widgets abzubilden, dann haben Sie den riesen Vorteil, Sie haben eine Software, wo Sie alles unter Kontrolle haben. Sie brauchen die Leute nicht auf Twitter und Facebook schicken, sondern das machen Sie von Ihren Widgets aus. Und damit ist natürlich klar, der hat x Tweets abgesetzt, der hat x Facebook-Accounts gemacht, der hat 10 Slideshares angeschaut und so weiter. Und daraus kann man ein Aktivitätsprofil erstellen. Ob dieses Aktivitätsprofil dann heißt, er hat besser gelernt, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich wissen wir mal, da gibt es eine höhere Aktivität bei dem Studierenden und bei dem weniger. Das heißt, man könnte vielleicht auch entsprechend intervenieren. Ja, das heißt also, jetzt komme ich schon fast zum Ende, ja, ich sehe schon 5 Minuten, das passt ganz gut. Learning Analytics, so, das ist also unsere Interpretation, damit Sie also noch eine Definition haben, ist die Interpretation von lernerspezifischen Daten, um den individuellen Lernprozess gezielt zu verbessern. Also wir sehen die Stärke in dieser Datenanalyse, dass ich erstmalig auf Möglichkeiten draufkomme, wo ganz explizit festgestellt werden kann, hier an dieser Stelle gibt es offensichtlich ein kleines Problem und ich kann ganz gezielt jetzt intervenieren. Ich kann mit dem Kind das üben, was es braucht und ich sage nicht global in die Klasse 5x7 hinein, ja, wo ich weiß, das trifft eigentlich nur 3 und nicht 20. Und damit Sie auch noch Zahlen sehen und ich habe noch 2 kleine Botschaften für Sie. Die erste Botschaft ist, wir haben das 9 Monate am Markt gehabt. Ja. Da können die Leute frei registrieren. Es sind also über 1000 Kinder sind passiert. Wir haben über 60.000 Rechnungen ja, in 9 Monaten gesammelt. Das heißt, im Schnitt hat jedes Kind 60 Rechnungen durchgeführt. Und jetzt gibt es einen ganz kleinen Hinweis. Wir haben im Zuge also dieses Programmes auch Workshops abgehalten mit Lehrenden. 6 an der Zahl. Ja. Und habe mit Lehrenden mich eingearbeitet. Habe gesagt, wie funktioniert der Mathe-Trainer, wie kann man den einsetzen und so weiter. Sie können sich vorstellen, wie sowas läuft. So, das heißt, ich habe also 240 Schüler in diesem System gehabt, die formal einer Klasse zugeordnet werden waren. Und ich habe gleichzeitig 936 Schüler gehabt, wo ich nicht weiß, woher sie kommen. Und das muss man auch einmal sickern lassen. Das heißt, durch den formalen Unterricht, also ich habe es geschafft, mit dem Programm an, sage ich einmal, ein paar Schulen ranzukommen, die das jetzt wirklich verwenden. Und ich habe gleichzeitig quasi das Vierfache an Personen, die offensichtlich freiwillig daherkommen und nach dem gesucht haben. Ja, da gibt es also einen Riesenbedarf da draußen. Also mein Kollege spricht immer von der Gesellschaft der Nachhilfe. Ja. Also dass das immer wichtiger und relevanter wird. Und ich sage jetzt einmal als Vater suche ich auch verdammt nochmal nach irgendwelchen Möglichkeiten mit meinen Kindern zu üben. Und ich bin auch schon mittlerweile dankbar, wenn ich was finde. Und das ist der nächste Schritt für den nächsten Vortrag natürlich, der heißt freie Bildungsmaterialien. Ja, also Sie werden also als Vater vor allem sehr schnell verzweifeln, auch als Lehrer oder wie auch als Kind, dass es also kaum Angebote in die Richtung gibt. Und darum ist auch OER, also Open Education Resources, nicht nur für die UNESCO in Afrika wichtig, sondern unglaublich wichtig auch in unseren Breitengraden. Ja, wir müssen da einfach viel tun, weil da besteht ein Riesenbedarf, der größer ist offensichtlich als in formalen Institutionen. Ganz zum Schluss, wahrscheinlich fragt sich dann der ein oder andere, wie schaut die Overall-Statistik über 60.000 Rechnungen aus, ja, also wie schaut es wirklich aus. Ich bin gestern, habe ich das Probe aufs Exempel gemacht, beim Reinlaufen meiner Kleinen habe ich gefragt 4x8 und tatsächlich ist da ein Fehler dahergekommen. Also eins der größten Probleme offensichtlich in der Mathematik ist 4x8.
warum auch immer. Und das Spannende ist, dass die größte Reihe, die schlecht offensichtlich zu lernen und schwierig zu ist, ist alles, was man mit 8 multiplizieren muss. Also nicht die 8er-Reihe an sich, sondern umgekehrter Weg, also 5x8, 6x8 und so weiter. Und das sind also Statistiken, die wir heute generieren können. Wir sind erstmalig in der Lage, wir haben riesige Datenbanken, wir haben die Möglichkeiten, alles zentral zu sammeln und Aussagen zu generieren, auf das unsere Väter und Großväter, die hätten sie gerne gehabt, diese Aussage. Ich kenne jemanden, der Stricherlisten gemacht hat und versucht, verzweifelt hat, aus Zehntausenden Rechnungen das zu interpretieren. Ich habe 60.000 in 9 Monaten und für mich ist das kein Problem mehr. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben will, das macht Learning Analytics und dorthin geht der Weg. Und das heißt also nichts, dass wir was Böses machen mit den Daten, sondern wir denken darüber nach, wie funktioniert zum Beispiel nur das Lernen des 1x1 und wo sitzen die Probleme. Danke. Thank you.